Sollten wir wieder neu drin sein. So, und er erzählt mir nichts mehr. Alles ist wieder auf Null. Ah. Seh dich wieder. Das ist gut. Der schrittweise Chor wahrscheinlich. Kenn ich nicht. Ja gut, aber lernfähige KIs, ich glaube, dass das in echte Strategie spielen könnten KIs schon locker einen Menschen platt machen, weil die einfach so schnell sind. Weil die einfach so schnell so viel rausballern können. Da musst du nicht besonders klug sein. Alleine die Schnelligkeit der KI würde den Menschen Probleme machen. Bei Diablo 2 ein Projekt, wo KIs trainiert wird gegen die Top Dota 2 Teams. Und dort tun die KIs die Pro-Gamers zum größten Teil immer besiegen. Mhm. Und das mehr auf strategischer Ebene. Aber wenn du denen zuguckst, du verstehst deren Strategie nicht, weil die manchmal eine Minute lang im Nirgendwo herumstehen. Komisch. Ja, echte Spieler, die machen ja immer etwas. Mhm. Während da, es sieht aus, als wenn der Bot warten würde. Bisschen gruselig. Ja. Also mein Streamlabs ging einfach normal weiter. Das könnte ich in den Chat jetzt auch gerade gar nicht so richtig sehen. Der war letztes Mal, als es abgestürzt ist, war nämlich eingefroren. Ja, Mosti, das ist halt, das ist jetzt schon wieder was Neues. Das hatten wir ja letztens in den Streams halt nicht. Aber es ist immer so, wenn am Computer gerade alles so weit läuft, dann passiert immer was. So, Furality, da gab es ja dann halt diese Abstürze irgendwie hier, ne, diese Totalabstürze. Ich habe dann selber nochmal getestet, nachdem ich die Grafikkarte und OBS mal aktualisiert habe, und dann war das nicht mehr, wenn ich OBS habe nebenbei laufen lassen beim VR-Seln. Und da das jetzt auch wieder gelöst ist, dieses Problem, denkt sich irgendwie der Computer, hallo, ist da jemand, ach so, Router, du, ja, ach komm, mir fällt gerade nichts Besseres ein, mach doch mal wieder random Disconnects, wenn es nicht passt, mit einem Stream, weil er hat gerade keine technischen Probleme, das geht nicht, wir sind Technik muss scheiße sein. Also Technik sucht sich einfach immer einen Weg, um scheiße zu sein. Wenn alles funktioniert, dann muss der Computer einfach irgendwas erschaffen, dass wo wieder etwas nicht funktioniert, wo du dich dann wieder drum kümmern kannst. So funktioniert Technik ja grundsätzlich. Deswegen, und wenn er nichts findet gerade, weil alles leider zu optimiert ist, ja dann muss wenigstens irgendwie das Internet mal eine Minute gekickt werden oder so. Ich glaube, wenn man alles aus dem Weg schafft, was an Problemen möglich wäre an einem Computer, ich glaube, dann wird der Computer einfach, eine KI im Computer würde dann aus dem Internet eine Bombe kaufen oder so, ich weiß es nicht, um sich irgendwie zu versuchen, selbst in die Luft zu jagen, ich weiß es nicht, es würde versuchen, das zu boykottieren, dass es einfach funktioniert. Ja, stimmt, die kann man sehen. In einer Fernsehserie, Person of Interest heißt die, glaube ich, da ist halt auch eine KI. Und diese KI ist ausgebüxt, indem sie ein Unternehmen, also die hat Geld gescheffelt und hat ein Unternehmen gegründet, wo die KI selbst vom Code her und Speicher sich selbst ausdruckt und von Menschen wieder eingetippt wird. Somit schützt sie sich halt, um halt nicht gelöscht zu werden. Hallo Feli. Ich habe letzte Nacht auch nur gute 4 Stunden geschlafen, deswegen, das ist aber gut. Da ich nur gute 4 Stunden geschlafen habe, werde ich heute mal nicht erst um 15 Uhr ins Bett gehen. Das ist gut. Nee, Technik, genau, kann nicht alles klappen. Das geht einfach nicht. Das ist der Technik nicht möglich. Sie stammt auch direkt aus der Hölle. Hier, um uns zu unterjochen.
Und sie kommen gut voran. Naja, aber gestern hatten wir den Disconnect morgens um 8. Also der scheint random zu sein. Der ist nicht immer an einem Zeitpunkt. Wobei ich tatsächlich so um 7:30 rum eigentlich sehr oft in letzter Zeit ein Reset hatte. Aber das ist irgendwie gerade so random, wie zum Beispiel jetzt um 3, dass man sich nicht dran gewöhnen kann. Dass man sich immer wieder neu drüber kribbelt. In der Fritzbox kannst du nur in einer Zeitspanne von einer Stunde einstellen. Wie zum Beispiel eben wie 3 bis 4 Uhr, dass die Box dann dort neu startet. Neu verbindet. Mhm. Ja, WoW habe ich hier drauf. Wo ist es? Da. Ich habe sogar WoW 1 und WoW 2, weil ich irgendwann mal meine WoW-Pakete irgendwo hingelegt habe, nicht mal gefunden, und habe ich mir einfach alle nochmal gekauft. Daran erinnere ich mich noch. Deswegen habe ich 2 WoWs. Blauer Drachenschwarm. Das kennt man aus dem Trailer. Ja. Ich habe auch irgendwo WoW. Hab damals meinen Warcraft 3 Account gegen WoW Accounts getauscht. War damals irgendwie lukrativer. 61 Grad ist echt wenig. Also 18 Grad Celsius ist schon frisch. Ach so, wo ist es denn? Wo steht denn hier? Wo siehst du denn? Fahrenheit. Hier wahrscheinlich irgendwie manchmal. 67, jetzt 62. Ja, ich weiß die Umrechnung auch nur ungefähr. Das ist eh krummer Kram. Hauptsache, man weiß ungefähr, in welchem Rahmen sich das abspielt, die Umrechnung. Weil das ist irgendwas minus sonst was und dann durch die Hälfte bla und das weiß ich nicht. Das, ne? Käse. Guck, sie ist erlebt, sonst wirst du gefressen. Mich tust du hören. Ja. Okay. Kelvin ist tatsächlich wieder einfacher, weil da ist die Skala im Endeffekt nur verschoben. Aber ansonsten ist das 1:1. Sie fängt nur woanders an. Nämlich bei minus 273,15 Grad. Da hast du 0 Grad Kelvin. Der Grund ist halt, dass das genau der Punkt ist, wo Materien keine Eigenbewegung, keine Eigenenergie mehr hat, wo alles steht. Das ist quasi eine Kälte, die kälter nicht geht. Minus 273,15 Grad. Ist kälter, geht nicht. Also technisch gesehen gibt es negative Temperaturen, aber das ist wieder so eher so ein Quantenphänomen. Ja, genau. Mal Minus Kelvin. Weil ich viel lese. Ich meine mal, Minus Kelvin lag
an der Messmethode hauptsächlich. Weil ja, da, und es gibt auch, sag ich mal, bei, also Temperaturen ist immer so eine Art, ja, so eine Art Schnitt, sag ich mal. Also negative Temperaturen sind auch nicht unbedingt das, was man, also es gibt immer überall eine gewisse Temperatur und es gibt einzelne Peaks, die daraus hervorstechen quasi, so in einem Gemisch, in einem Testraum. Und wenn du das quasi umkehrst, dass du überall eine gewisse hohe, also das klingt erstmal komplett kontraintuitiv und die Peaks gehen quasi nach unten, da gibt es ja wieder auf sehr kleiner Ebene. Ah, okay. Warte mal. Auf einem sehr kleinen Rahmen. So. Genau, kann man da was messen. So, ja, er hat sich alles gespeichert. Dafür ist er absolut nullpunktorientiert. Ja, ja, genau. Zum Beispiel. Nee, weil so richtig 0 Grad geht halt eigentlich nicht, weil es, ja, es widerspricht gewissen Gesetzmäßigkeiten. Du hast dann immer eine gewisse Fluktuation von Energie, so Vakuum, nenn es Vakuum, Energie, Quantenfluktuation, bla. Du hast immer eine gewisse Bewegung im Vakuum selbst, im Kleinen. Und im Großen, da kann sich sowas wieder weg, durchschnittlichen, bla. Mein Hirn ist nach 4 Stunden Schlaf nachts um 3 auch nicht mehr besonders fit. So, ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, hier den Punkt gesetzt hatte und du hattest den irgendwo vergleichbar in der Nähe gesetzt. Ja, ich stehe gerade dort. Okay, dann komme ich dir da mal her. Ja, also tatsächlich, ja, eben Nano-Kelvin, das ist auch ein Bereich, den kann man im Labor auch gut erzeugen, ja. Aber auch da ist halt die Energie, die man benötigt und die Schwierigkeit, mit das überhaupt noch zu erreichen, ist, steigt halt exponentiell. Laserfalle zum Beispiel. Wenn halt einzelne Teilchen bestimmte Energien haben, dann feuerst du einfach den rein, ins Gegenteil. Du hältst dann quasi Teilchen so gefangen. Und dadurch nimmst du ihnen quasi diese Bewegung und kühlst sie damit ab. Das geht dann halt bis auf echt wahnsinnig niedrige Bereiche. Aber auch halt wieder nur ein begrenztes Teilchen. Oh, guck mal, hier ist ein Keller. Und hier ist die Statue. Oh, bin ich da schon wieder dran vorbeigelaufen? Warum bin ich denn eigentlich mal so blind, was diese Statuen angeht? Du hörst mich, ja. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, das, genau, also es ist halt ein bisschen, also das macht nicht deswegen Sinn, weil es da halt, also das Universum ist nicht deswegen ein bisschen wärmer als gar nichts. Weil es nicht möglich wäre grundsätzlich, sondern auch, weil da ist ja was. Da ist ja nicht nichts. Und das Universum ist ja irgendwann mal entstanden und war dann ultra heiß und hat sich ja ausgebreitet und da sich das halt verteilt, wird halt immer kälter. Aber das kühlte quasi relativ zügig ab und dann immer langsamer. Und diese langsame Abkühlung ist so langsam, das verteilt sich so langsam, dass, ja, dass da immer noch ein Hauch von Hintergrundstrahlung quasi übrig ist. Da ist eine Kiste wollte ich schon sagen. Blablabla. Ich sag ja, mein Hirn ist um die Zeit und noch halbwegs benutzbar. Aber hier ist ein Keller. Dabei hast du eben erst angefangen zu streamen. Ich hau dich.
Ja. Also die Erde ist im Vergleich zum Rest des Universums halt so klein, dass was hier passiert auf der Erde so ziemlich komplett egal ist für das Universum. Selbst im Sonnensystem haben wir keinen besonders großen Einfluss. Nun. Also meine Skelette machen, was auch immer dieses Rätsel, also das macht es mir nicht möglich. Die Skelette rennen da sofort irgendwo rein. Das ist sicher irgendein Rätsel. Ja. Das ist das Einzige hier im Raum. Genau. Das aber wie gesagt. Ja. Ein aber weißes Symbol. Achtung. Ich bleib mal hier hinten mit den Skeletten. Die machen nur Mist. Ja. Out. Ich guck so lange lieber mal in meinen Skill-Tree. Wie funktioniert das? Geil. Also das Weiße nicht. Noch ein rotes? Oh Gott. Es wut erstmal die Regale zerlegen. Geschichte Erde in eine sehr kurze Zeit, ja. Kann man die nicht befehlen, irgendwie stay oder so? Das funktioniert vielleicht bei Füchsen, aber nicht bei Skeletten. Die sind da ein bisschen doof. Spannend ist es, dass im Vergleich zur Lebensspanne eines roten Zwerges selbst unser Sonnensystem nur einen kurzen Augenblick existiert. Ja, aber das Universum existiert halt allgemein noch nicht so lange, dass man das vernünftig vergleichen kann. Okay, ich habe das erste Symbol gedrückt und es ist alles hochgeflogen. Heißt das vielleicht, dass das die Symbole sind, die man nicht drücken soll? Ja, vielleicht. Wäre das Weiße, dieses, die hier. Da ist kein Symbol doppelt, oder? Ja, doch. Sehe ich jetzt direkt. Das ist doppelt. Also es sind alle Symbole zweimal da, nur das in der Mitte, das ist unique. Die anderen 8, das sind im Endeffekt 5 Symbole. 4 sind doppelt da und 1 ist unique. Bedeutet das, dass man auch das richtige Symbol drücken muss von denen, wo es 2 von gibt? Sind auch immer an derselben Stelle. Genau. Wenn du unten in der Ecke das Ding, ist das dann auch scheiße? War das das andere, dieses, von dem, die auch, oder ist auch die Reihenfolge wichtig? Vielleicht ist die Reihenfolge auch wichtig. Nur auf der linken Seite, meistens gehen die Dinger von links nach rechts, da ist ja erst das, was einmal unten in der Mitte ist und einmal das, was oben rechts ist. Und dass man quasi über eines dieser beiden laufen muss und dann über das in der Mitte und dann über eines von denen hier unten. Es ist alles raten. Ja. Aber du kannst wahrscheinlich nicht über 3 Symbole laufen, bis alles in Luft fliegt. Ja. Heiligen Rast. Es sollte eher Heiligen Garst sein. Die heilige Garstigkeit. So, ich habe jetzt schon die komplette linke Seite ausprobiert. Jetzt mach ich mal hier die.
gesagt, ich verstehe das nicht, was die wollen. Versuch mal über zwei, einmal komplett rüber zu laufen. Hm. Gerade nach unten in ein Buch geguckt. Was war's? Ja. Auf der Platte steht die Reihenfolge von den Knöpfen, die ich drücken muss, innerhalb dieses Zeitfensters. Wow. Nun. Okay. Und das ist jetzt. Und wahrscheinlich fliegt die jetzt auch in die Luft oder so. Nö. Da ist ein bisschen Krempel drin. Bitte nicht. Ich bin vorhin einmal gestorben. Das reicht mir. Ja. Heißt das jetzt, dass wir das Ding damit durchhaben hier, diesen Keller? Vielleicht, ja. Mhm. Hammer wohl. Ich guck mal eben ganz kurz in das Eckchen, was ich da markiert hatte, weil das einfach so auf der Karte aussieht wie, da ist nix. Beziehungsweise da ist noch nichts erkundet. Was ist das denn? Altar des Martyriums. Ein wichtiger Gegenstand fehlt hier. Spürt das Stechen eurer Wunden. Lasst das Eis in eure Knochen kriechen. Heißt euren Schmerz willkommen, denn die Qual des Fleisches ist die erste Läuterung der Seele. Lasst eure Seele stärker werden als jedes Leid. Mhm. So ein bisschen fanatisch wirkt die ja schon, ne, die Brava. Die ist nicht so Brava. Ah, da hast du schon die nächste Statue markiert. Ja, das wäre die nächste. Gut. Dann gehen wir erstmal da zu deinem Pünktchen. Wenn ich was markiere, dann meistens nur da, wo bei mir irgendwas grau ist. Das ist ganz schön verschneit hier, ne? Schön pulverig. Pulverschnee. Hm. Hatten wir irgendwie schon lange nicht mehr in Deutschland das Gefühl. Geht so. Also zumindest mal so ein... Ja, 2 Jahre. Da hatten wir hier echt wahnsinnig viel. Na gut, kommt ja auch drauf an, wo du genau bist und wie dort mit Schnee gehandhabt wird, ob es jetzt lang liegt oder nicht. Da ist er, die Limit. Hier ist schon wieder ein Keller. Nicht wieder ein Rätsel. Dann lieber wieder, meine Freunde sterben. Ja, weil das Rätsel genauso funktioniert dann.
Ja, stimmt, dann weiß man es ja jetzt. Ein bisschen Höhle. Ich bin am Anfang einfach darauf ausgegangen, dass wenn man den richtigen Knopf drückt, dass er nur eingedrückt wird und nicht alles explodiert. Das ist richtig. Ich kann meine Freunde nicht hier lassen. Nicht so. Okay. Wir schaffen das nicht allein. Sie sind hier! Macht euch bereit! Wir kommen nur hinaus, wenn wir kämpfen. Sense mehr. Nehmt dies, mein Freund. Es ist nicht viel, doch ich hoffe, es hilft. Hier. Etwas für eure Mühen. Das habt ihr euch verdient. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Nur diese reichen Eingesperrten hier. Das sieht doch jetzt gerade ganz freundlich aus, so bei Tage hier alles, oder? Ich habe irgendwie das Bedürfnis, Sonnencreme aufzutragen. Bei Schnee? Ja gut, reflektiert ja gut. Ja, ach, ich war irgendwie schon mein Leben lang immer jemand, der selten mal Sonnencreme benutzt hat. Tatsächlich. Ich mag das immer nicht, wenn es so klebt. Okay, wieder so ein Ding. Seht euch um. Seht die Berge, die euch überragen. Spürt, wie winzig ihr seid. Nehmt Bescheidenheit an. Akzeptiert eure Stellung und verehrt den Vater. Denn er hat uns den Weg gezeigt. Ja, so ein bisschen gruselig ist sie schon manchmal. Die Olle. So, das führt wieder woanders hin. Und was haben wir? Aber hier waren wir dann ja hier in diesem, oder? Nee. Können wir noch gar nicht, weil wir von keiner Stelle aus dort gewesen sein können. Ich hab eher das Gefühl. Das wurde mit aufgedeckt am Anfang. Ja, auch. Was ich meinte. Fühlt sich irgendwie so an mit diesen Grafa-Relikten und so weiter. Dass wir später hier noch mal gehen. Ja, ich denke auch. Dass das gut möglich sein kann. Dafür hat man ja. Fuchsi, dafür hast du eine Schnute. Noch ein wichtiger Gegenstand, der fehlt. Das Ende naht, Pilger. Blickt in euch hinein. Findet euren Glauben. Der Gesalbte aufsteht. Wie er die Lehre in euch ausfüllt.
Erinnert euch, dass ihr ohne Glauben nichts seid. Nun, haltet ja. euch standhaft ans Licht und erinnert euch. Ich bin schon auch da. Ist hier oben. Oh. Alabasterklost. Oha. Schick. Fett. Ja, die übertreiben ja auch nie, ne? Mit ihrem Krempel. Wahrscheinlich irgendwann ein Quest, kann ich mir vorstellen. Nicht wahr? Auch wieder wichtige Dinge, die fehlen. Da kommt dann nämlich irgendwann Prava und sagt, ja, also, nee, für das Gute kämpfen darfst du nicht. Da musst du erst nochmal 300 Mal in den Bergen beten gehen. Dann kann ich auch erlauben, dass du die Welt rettest, sonst muss sie leider untergehen. Ne? Das ist halt... Ja, wollen wir halt erst nochmal jetzt in Richtung da, wo wir hin müssen? Oder wollen wir dieses kleine Zipfelchen hier rechts mal angucken? Weil da halt nur so ein Zipfelchen ist, weißt du? Kann uns das anschauen. Komm mal. Das hat so ein Mini-Zipfelchen. Ich weiß gerade, was das nochmal war. Aha. Dafür ist sie unter anderem da, genau. Der Schmelztiegel. War hübsch. Okay. Das ist ein großer zugefrorener See, ne? Und da ist irgendwie nichts. Das sieht irgendwie wie ein Gebiet aus, wo ich mir irgendwann gut so einen richtigen Bossfight vorstellen kann, weißt du? Also einen richtig fetten Bossfight, weil du hast ja so viel Platz und da ist einfach gar nichts. Aus ein einziger See. Ich könnte quasi sagen, ich sehe hier gar nichts. Ja, nö, das wird eine Mega-Boss-Area sein oder so. Na lecker. Andrea die Kaputterin. Und wer ist es gerade noch alles wach und... Action, Action. Aber Karadas, was treibst du denn? Interagieren. Na klar. Die Akademie des Lichtes. Mann, was ein Feuer hier. Was eine Baumverschwendung.
Also was da, also ist er jetzt gerade nicht, aber könnte. Ist das vielleicht eine Aufgabe, die uns hier gleich gegeben würde? Quaken mal an den Vigo. Was muss ich für die Pilgerreise tun? Westlich von hier ist ein Schrein, der beherbergt ein Relikt. Es heißt, es nehme einem die Sünde ab. Belastet einen. Körper und Seele. Beutelt einen so richtig. Es läutert einen. Als Vorbereitung, dem Vater gegenüberzutreten. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel, mein Freund. Für manche sind solche Dinge tödlicher als für andere. Passt auf euch auf, ja? Ich werde euch am Ende finden. Es gab einen Blender, aber ich habe das Thema mit dem Pen and Paper Char immer noch nicht durch. I see. Ihr begleitet mich nicht? Ja, nein. Ich bin noch lange nicht bereit. Selbst wenn ich den Weg überlebe, wer weiß, was am Ende geschieht. Aber ihr habt eine echte Chance. Was könnt ihr mir noch über die Pilgerreise sagen? Nichts Gutes. Hab mehr als nur ein paar gute Soldaten daran verloren. Aber sie läutert einen für Inarius. Seltene Ehre für Außenstehende, wenn man das so nennen kann. Braves Fuchsi. Glaubt ihr an die Prophezeiung der Kathedrale? Ich hatte meine Zweifel. Die Priester redeten ununterbrochen von Liliths Rückkehr. Doch nun ist sie hier, genau wie sie es gesagt hatten. Okay, das hat jetzt aber also nichts damit zu tun. Aber was ist denn das hier? Das sieht so groß und wichtig aus. Das scheint ein Event zu sein. Ja, also auch offenbar nichts, was jetzt hier gerade schon... Somit ist hier nicht viel Action. Es ist einfach nur riesige leere Hallen. Und dieser NPC. In der Mitte war ich noch nicht, da gucke ich gerade mal. Hä? Vorsicht! Was Vorsicht? Ach, da unten. Ja, das war ja nix. Kommt da noch was, oder? Oh, ach so, Wellen, okay. An rechts. Ja, jetzt sehe ich das auch auf der Karte. Ich habe keine Essenz mehr. Oh, jetzt kommt sie von allen. Okay. Ziemlich fettes Gebäude für eine kleine Wellenquest, ne? Vielleicht gibt es irgendwann nochmal was anderes, aber ja. Fett. Wie ich bin auch fett. So.
Aber dann haben wir hier ja nur noch, also bis auf natürlich auch hier Hauptquests, wie man sieht. Aber in diesem Gebiet ist ja nur noch hier oben irgendwie, wo wir noch nicht waren. Anderswo kommen wir da nicht hin. Ba, 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 ba. Ja. Nach unten gucken und halt so viel sehen, ja. Was so in der Ferne ist. Ich kann einfach hinten stehen und die Feuerwände machen. Dungeon namens Zenith. Sehr geradlinig, diese Höhle. Sagte ich und wir kamen an einer Kreuzung. Also, was ist denn hier los an der Gabelung? Was ist denn da? Also, das Spiel hört uns einfach zu.
Klingt wie eine Person, die ich kenne. Schockendes, aufgeschwemmtes Leichenscheusal. Gebt mir, Vater Inarius, denn ich habe gesündigt. Ich habe Menschenblut gekostet, mich daran gelabt, Leben dafür genommen. Und am schlimmsten, ich genieße es jedes Mal und hasse mich dabei selbst. In klaren Momenten bete ich, aber diese Momente entrinnen mich im Wasser einen Sinn. Zu viel. Ich kann nicht länger leben. Heute Abend sperre ich mich in dieser Höhle ein, damit ich niemanden mehr schaden kann. Im Namen des Lichts. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Lilith irgendwie so eine Art Wahn in vielen auslöst, ne? Dass sie voll durchdrehen irgendwie. Also nicht nur, dass die Leute tun, was sie wollen, sondern, ja, sie baden halt in allem, was verboten ist irgendwie. Ne? Beide, was ich meine. So wie eine Droge. Das, ja, genau. Ich meine, jeder hatte ja schon mal den Geschmack von Blut im Mund beim Zahnarzt oder was weiß ich, wenn man sich mal über eine Wunde leckt oder was weiß ich. Aber... das schmeckt ja nicht geil. Das schmeckt ja nicht nach viel, außer so ein bisschen komisch metallisch. Und das ist ja nicht geil. Aber dass sie da so auf diesen Geschmack von Blut geil wird und dann Leute dafür umbringt und alles, das... ja. Also Lilith macht, was ihr wollt und genießt eure Sünden. Ja, naja. Das ist halt so das eine Extrem irgendwie. Und bei Inarius ist das andere Extrem. Leide den ganzen Tag, geißle dich, du darfst gar nicht, mach alles, was ich sage. Denk selber gar nicht. Also, schwierig.
Im Endeffekt wäre ja zu überlegen, ob es nicht besser wäre, seinen komplett eigenen Weg zu gehen, ohne auf eine der beiden Seiten zu hören. Aber die sind halt mächtig. Ja. Aber die sind halt auch scheiße. Es hat die Entscheidung zwischen Kotstolo oder Rieseneinlauf. Schwierig. Viel. Was haben wir denn da? Ah, das ist gut. Knochensturm. Haben wir jetzt gerade zwar nicht. Aber das kann man ja noch austauschen. Hm. Blutstein. Okay. Zum Podest. Tragen. Ich habe kaum noch Essenz. Also man kann immer nur einen tragen. Stein. Kannst du den anderen dann tragen? Kann ich. Hab ihn jetzt auch auf dem Rücken. Mhm. Und es gibt drei. Ja, bei unserem Glück finden wir den dritten, bevor wir wissen, wo wir hinkommen müssen. Yeah.
Ja, sag ich doch, wir finden den dritten. Auf jeden Fall, bevor wir das Tor finden, das ist klar. Mir fehlt die nötige Essenz. Nun. Nun gucken wir mal. Die Taschen sind voll. Ja, ich auch. Ach, gucke mal. Okay, dann haben wir ja schon mal ein Way to go. Wir wissen ja, wo der letzte Stein ist. Ich gucke nur noch mal eben Höhle der Abschottung. Okay, ich gucke nur noch mal hier so die letzten Gebiete. Ob da noch was Spannendes ist, aber höchstwahrscheinlich nur ein paar Monsterchen. Ja, da war nichts mehr. Nur noch ein paar Skelette. Monolith des Blutbeschwörers. Das sieht fett aus. Bah. Sieht fett aus? Gefrorene Statue. Was ist das denn? Der Blutbischof. Die nötige Essenz. Lecker. Sieh schon mal aus, ich würde mit ins Bett. Ja, dann schlepp uns mal mit. Gute Nacht, Foxy.
erstmal wieder zu Vigo? Ja, ja, ja. Und danach mal schauen, ob wir Town gehen. Auf jeden Fall. Gute Nacht, Carados. So extrem lange würde ich heute auch gar nicht mehr machen. Wie gesagt, da ich eh nur 4 Stunden geschlafen habe, würde ich heute auch mal versuchen, früher, also schon demnächst irgendwann. Also statt 9 Uhr lieber 8 Uhr. Genau. Vigo. Gute Nacht, Carados. Was muss ich für die Pilgerreise tun? Westlich von hier ist ein Schrein, der beherbergt ein Relikt. Es heißt, es nehme einem die Sünde ab, belastet einen, Körper und Seele, beutelt einen so richtig. Es läutert, ja, das hat er aber gesagt, als schon. Vorbereitung dem Vater gegenüber zu dich. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel. Genau, das hat er schon alles erzählt. Das ist dann das da, die Pilgerreise. Gut, dann könnten wir aber auch erstmal verticken gehen. Hm. Denke ich mal. Ließ sie schnell zerlegen. Hier, bitte. Das kann ich nicht benutzen. Ja, da war ja was. Bei stumpfen Klingen und üblen Dellen wisst ihr, wo ihr mich findet. Gehe ich schon mal in Richtung des Punktes. Ich weiß gar nicht, ob das sich überhaupt so Spieler teleportieren kann. Die Items schaue ich mir zuvor an. Mhm. Einfach um meinen Damage Output zu erhöhen. Mhm. Also so plus 1 Feuerwand, plus 1. Ja, sowas ist praktisch. Ah ja. Das ist das, wo wir schon mal waren hier, ne? Altar der, diese Altäre hier. Und dann wissen wir da schon mal, was da. Wenn ich jetzt diese Tafel lese, ist das für dich denn auch erfüllt? Wir waren da ja eben schon. Kreatur der Finsternis, denn ihr wandelt außerhalb der Grenzen des Lichts. Entledigt euch eurer Sünden. Atmet die kalte Luft tief ein. Der Weg zur Erlösung liegt vor euch, wenn ihr den Glauben habt, ihn zu beschreiten. Oh, was ist so dunkel?
Also ich habe einfach mal von dem Altar, wo wir schon mal waren, habe ich jetzt einfach den Götzen geklaut. Los, Mann. Also, ich bin... Oh, bist schon da? Ja. Ah, dann geht das halt auch mit dem Herzwutschen. Also diesen Götzen müssen wir jetzt zu einem anderen Altar wohl hinbringen. Ich habe keine Essenz mehr. Hab ich auch. Altar des Martyriums. Genau, da waren wir. Bringt den Götzen der Gläubigen zum Altar der Erlösung. Dass wir uns schon hier auskennen. Ich bin noch nicht bereit. Mhm. Seht euch um. Seht die Berge, die euch überragen. Spürt, wie winzig ihr seid. Nehmt Bescheidenheit an. Akzeptiert eure Stellung und verehrt den Vater. Denn er hat uns den Weg gezeigt. Die Pilgerreise. Blickt in euch hinein. Findet euren Glauben. Fühlt, wie er die Leere in euch ausfüllt. Erinnert euch, dass ihr ohne Glauben nicht seid. Ach, guck mal, da ist dann das Kloster, ne? Haltet euch standhaft ans Licht und erinnert euch. Ja.
Da sitzt er. Ich spiele eben gern Karten. Deshalb bin ich doch kein Sünder. Aber die Bestechung. Meinetwegen sind gute Soldaten umgekommen. Bin ich so ein Mann? Werde ich immer so einer sein? Ich will nur... Verdammt! Ich bete! Warum klappt das nicht? Ha, ihr habt es geschafft. Das wäre dann zumindest einer von uns. Ihr habt von Prava gehört? Das werde ich bald. Aber genug davon. Ihr werdet in Kürze Vater Inarius persönlich treffen. Nicht alle kommen wieder, wisst ihr? Aber ihr solltet es. Ich schulde euch eine Runde. Das klingt wie etwas sehr Fettes. Also vor Inarius treten klingt wie eine fette Aufgabe. Weißt du? Nebenbei noch arbeiten. Hm? Server ist gerade abgeschmiert. Wer ist abgeschmiert? Ein Server von der Arbeit. Ach so, von der Arbeit. Hallo Dorado. Das ist immer ziemlich nett zu arbeiten. Komm, auf einem Server, der den Spuren der Helden vergangener Zeit stark überlastet ist. Ja. Tod in Havesar. Solide Wahl. In Sümpfen Havesars hat das Leben keinen Platz. Ich habe ja gehört, dass Havesar gehörte zu den 5 Gebieten, ne? Die Sümpfe im Osten. Das Moor birgt viele Geheimnisse und nicht wenige Gruppen durchqueren die Sümpfe, um aufzudecken, was nach dem Tod kommt. Spannend. Todesringen. Der Schleier zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten ist überaus dünn. Die Aufgabe eines Totenbeschwörers besteht darin, das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod aufrechtzuerhalten. Doch dies müssen sie von der lebendigen Seite aus tun und sich dabei stets die Frage stellen, wie lange noch. Ach du, kannst ruhig du sagen hier. Nee, also mir gefällt das Spiel bisher super. Also, ich habe bisher so alles gespielt, was von Diablo jemals so rauskam. Und ich bin tatsächlich sehr zufrieden hiermit. Also... Es fühlt sich genau so an, wie sich Diablo anfühlen soll. Natürlich merkt man, dass es auch wie alle Spiele aktuell ein bisschen aufgepumpt ist mit ganz viel kleinen Beschäftigungen. Aber du kommst, glaube ich, bei so einer Art Spiel heute da auch gar nicht mehr drum rum. Das ist jetzt der Zeitgeist und die Spiele, die sind jetzt halt dann auch so. Aber dafür nervt das alles nicht wirklich. Bei anderen Spielen nerven mich solche Dinge. Hier nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Auch der Shop. Ich gucke mir das gerade an, weil mich interessiert, wie das aussieht und was die da vielleicht dran geschrieben haben. Ob da irgendwie was Lore-Technisches vielleicht verarbeitet ist, was irgendeinen Hinweis gibt oder so. Aber der Shop ist so schön versteckt, sage ich mal. Der ist zwar da, aber der wird dir nie ins Gesicht gedrückt. Das ist, finde ich, sehr entspannt. Und selber so? Der Wüsten Tollkraut. Eine mutige Wahl.
Totenbeschwörer aus Gejistan mit fundierten Kenntnissen der Alchemie, insbesondere der Toxikologie. Manche glauben, die Datura wären auch Assassinen, die mit ihren Giften töten und mit ihrer Magie die Leiche beherrschen. Eine mutige Wahl. Ah. Magie der Sande. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man kommt es zum Geburtstag, wo man sich nicht explizit gewünscht hat und weiß dann nicht genau, was man damit anstellen soll. Ja, das ist ja gar nicht so falsch. Forrest Gump-Spruch war das doch. Nomadische Magier tauchen in die Geheimnisse der Ödlande von Kirgisistan ein. Die tosenden Sande der Landschaft Kirgisistans verbergen Geheimnisse, die nur wenige Zauberer zu lüften wagen. In einem Land, das so gefährlich wie alt ist, wartet große Macht auf jene, die mutig genug sind, sie zu ergreifen. Zersplitterte Magie. Macht hat ihren Preis. Manche wurden mit einer Macht geboren, deren Kontrolle ihre Fähigkeiten übersteigt. So sehr sie sich auch bemühen, einige unserer größten Helden hinterließen oft eine Spur der Verwüstung. Taumaturgie. Solide Wahl. Vollbringer wahrer Wunder, deren arkane Methoden auf göttlicher Inspiration beruhen. Das Ensemble der Taumaturgen ist ein Zeugnis ihrer Willenskraft und ihres unermesslichen Wissens. Magische Bindung. Magie ist alles. Die Kraft der Magie durchdringt jeden Aspekt des Daseins der Zauberer, jeden Augenblick ihres Lebens. Sie ist Teil davon, was sie tragen, was sie mit sich führen und wie sie sterben. Interessante Wahl. Ach, Werkzeuge der Jagd. Man kann es sich also auch kaufen, das, was man da erarbeiten konnte, wenn man in der Beta Level 20 erreicht hätte. Die Insignien von Sanctuarius wilden Beschützer. Wer von Wölfen aufgezogen wurde, ist Teil der wilden Dynamik von Sanctuario. Zugleich wird wild und fürsorglich, flüchtig und ewiglich. Genau, die Waschmaschine auf dem Rücken. Ja, ich finde diesen Wolfswelpen halt auch wahnsinnig süß. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, dass ich da irgendwann schwach würde und mir dazulege. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Wolfsbündel, ob das quasi für jede Klasse war, wenn man das quasi in der Beta erspielt hat und hier in diesem Fall ist es halt nur für den Jäger. Sehr gut. Von Wölfen aufgezogen. Also ich habe das Wölfchen in meinem Kleiderschrank nicht gefunden. Okay. Dann ist es vielleicht tatsächlich nur für Jäger. Wie es da eben dran stand. Die Spitze der Nahrungskette. Legenden erzählen von einem ausgesetzten Kind, von Vater und Mutter verstoßen, doch aufgezogen von den Pirschern des Waldes. Ein menschlicher Held mit der Seele eines Wolfes, dessen Mantra von zwei gemeinsamen Welten spricht. Der Seuchenwärter. Sehr gut. Ein Pestdoktor. Speer mit herausragenden Fähigkeiten. Die tückischen Schleichpfade der Sümpfe Havesas kennen. Die Wärter haben ihre eigene Gewandung entwickelt, um mit ihrer Umgebung zu verschmelzen. Wo sie sich aufhalten, sind sie so gut wie unsichtbar. So, Waschmaschine auf dem Rücken klingt schwer, ja? Was? Ich bin fertig. Okay. Ich weiß nicht, ob du da weiterlesen willst oder es nur als Überbrückung genommen hast. Beides. Aber nein, ja, also ich habe natürlich das auch zur Überbrückung genommen, aber uninteressant ist das ja nicht. Die haben sich ja schon hübsche Sachen da rangepappelt. Also diesen Wolf würde ich mal Jäger spielen, das wäre eine Sache, da könnte ich schwach werden, ne? Und mir sowas holen. Aber das rennt ja nicht weg. Weil er schläft ja, da kann er gar nicht wegrennen. So gut wie unsichtbar. Ja, also ich würde nur... Oh,
Virgo will noch was? Wie sieht es im Innern des Klosters aus? Weiß nicht genau. Aber ich habe verrückte Gerüchte gehört. Ihr alter Mönch, falls der Pechvogel überhaupt noch lebt. Da drin ist es sicher so kalt wie hier draußen. Aber prächtig wird es sein. Das steht fest. Nur das Beste für den hohen Herrn. Na, Ari? Unter der Decke im Lurk. Ja, braves Fuchsi, du kannst meine Gedanken lesen. Dann schlaf mal schön, sag ich schon mal, falls du nichts mehr tippst. Also, da uns gerade angeteased wird, dass wir höchstwahrscheinlich vor Inarius treten, das ist ja schon mal etwas, ich sag mal, etwas Fetteres. Und da würde ich vorschlagen, dass wir sowas Fettes lieber nächstes Mal machen und heute vielleicht nur noch mal sowas Kleines, Gemütliches machen, wie so diese Weite mit den Nebenquests hier irgendwie so zu Ende aufdecken. Was würdest du davon halten? Die ganzen blauen Sidequests, meinst du? Ja, genau, weil wir waren halt hier überall so, aber dann haben wir hier, ne, den Rest von dieser Weite hier, dieser Hauptweite, die haben wir dann ja quasi ausgelassen, weil wir erstmal nach Norden sind. Und da sind auch noch ein paar Nebenquests und so. Also, weiß ich nicht, das war dieses Gebietchen hier, da mal so zu Ende aufdecken, fände ich irgendwie noch gemütlich irgendwie vorm Schlafen, sage ich mal. Also ich betone das so, weil mein Rhythmus ist so durcheinander, ich versuche es zumindest dann, mal nicht mittags schlafen zu gehen, sondern so, dass man nur den Vormittag verpennt. Am Wochenende will ich ja tatsächlich die Familie besuchen und dann wollte ich nicht zu matschelig sein mit meinem Rhythmus. Ja, also Freitag bis Sonntag bin ich wohl bei meiner Familie, will aber Sonntag so wiederkommen, dass man da auch normal strömen kann. Ich würde sogar sagen, also falls du frei bist, würde ich sagen, heute Abend könnte ich noch problemlos einfach strömen. Am Donnerstag würde ich dann wahrscheinlich nicht, damit ich halt nicht dazu motiviert bin, zu lange wach zu sein, damit ich Freitag möglichst früh dahin düse zur Familie. Abends wird eine Kindheitsfreundin, also die feiert da ihren 30. Und ich würde schon mal irgendwie gerne so ein bisschen den Tag vorher irgendwie, ja, einfach mal wieder da oben sein, Hallo sagen und möglichst viel Zeit haben, Leute zu treffen, die man schon seit ein paar Jahren nicht mehr erwischt hat. Am Sonntag werden wir wahrscheinlich die Tante Karin besuchen. Ja. Also ich weiß ja nicht, wie dein Plan heute noch so aussieht. Ja, das passt halt alles so. Wir können das halt immer so ab 20... Mhm. 21 Uhr machen. Ja, also wenn dir mal irgendein Tag dann nicht passt, dann drehe ich dir auch nicht den Hals um, weißt du? Was ist los, Ari? Ich melde mich hier. Ja, alles gut. Weil wie gesagt, ich habe ja zur Not hätte ich auch Ausweichmöglichkeiten, wenn ich unbedingt streamen möchte. Ich könnte immer noch bei Grimdawn ein paar Nebenquests fertig machen. Das Fuchsspiel finde ich auch durchaus. Will ich das demnächst irgendwann mal zocken. Also, aber das läuft ja alles nicht weg. Also, das ist ja eine Sache, das ist eine positive Sache der Zeit, in der wir leben. Man hat nie einen Moment, wo man mal sagt, Mensch, ich habe ja gar nichts zu spielen. Ne? Ja, also ich würde sagen, wir können hier einfach weiter. Wir könnten ja nach Kyovashat und von da aus nach Osten dann hier, ne? Irgendwie. Inarius, der flieht uns schon nicht weg. Der war jetzt 3000 Jahre in der Hölle angekettet. Ich glaube, der kann noch einen Tag warten. Bin ja mal gespannt, welche Stimme die ihm auch gegeben haben. Ich gehe nochmal oben. Kram weglegen.
Octavia wartet immer noch. Ja, die ist auch krank. Die muss ich schonen. Die kann ja gar nicht draußen rumlaufen. Wie arschkalt muss er sein, durch so ein Wasser zu latschen hier. Dungeon. Wie kann ein Labyrinth denn verlockend sein?
Also Lilith hat hier aber echt ganz schön Anbetungsgedöns überall. Hier konnte ich rüber teleportieren. Was wird hier teleportieren? Ich versuche immer noch herauszufinden, wo ich überall rüber teleportieren kann und wo nicht. Ach so. Ja.
Da ist was verschlossen. Zentrale passive Fähigkeit. Tja, was nimmt man da? In einem Labyrinth will ich lieber gar nichts. Vier. Let's go.
Seele. Bitte. Entreißen Sie ihn. Lasst es enden. Helda, es tut mir leid, dass ich so schnell aufgebrochen bin. Vater sagte solch schreckliche Dinge, dass ich es nicht aushalten konnte. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin in Sicherheit. Ich bin zu den Ruinen geflüchtet, die wir für verlassen hielten. Und war überrascht, dort eine Gruppe netter Menschen anzutreffen, die mir Nahrung und eine Unterkunft anboten. Ich hoffe, du kommst auch. Ich gebe zu, erst hatte ich Angst. Durch das harte Leben sehen sie seltsam aus. Aber sie geben mir reichlich Essen. Zum ersten Mal habe ich in dieser eiskalten Einöde etwas Fett auf den Knochen. Alles Liebe, Adelion. Steht da noch in der Ecke. Bitte. Wandernde Seele. Ist er noch nicht fertig? Ich sehe den Haken halt nicht vom Dungeon. Ah ja, da weiß ich gerade, aber hier ist noch was. Also es tut mir leid, dass ich so schnell aufgebrochen bin. Vater sagte solche schreckliche Dinge, dass ich es nicht aushalten konnte. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin in Sicherheit. Es muss ja noch weitergehen. Ich bin zu den Ruinen geflüchtet, die wir für verlassen hielten. Und war überrascht, dort eine Gruppe netter Menschen anzutreffen, die mir Nahrung und eine Unterkunft anboten. Ich hoffe, du kommst auch. Ich gebe zu, erst hatte ich Angst. Durch das harte Leben sehen sie seltsam aus. Aber sie geben mir reichlich Essen. Zum ersten Mal habe ich in dieser eiskalten Einöde etwas Fett auf den Knochen. Alles Liebe, Adelion. Der schon wieder.
fertig. Das ist wohl richtig. Da. Ah, und da hattest du noch was markiert. Die zitternde Wildnis. Maden. Die sind fett. Verbindung verloren. Oh. OBS spinnt aber nicht. Na, du bist auch jetzt raus. Du musst aber noch streamen. Naja, ich sehe schon, OBS sagt auch nichts. Da bin ich einfach so vom Server geflogen. Ausgewählte Gruppenmitglied konnte nicht gefunden werden. Okay. Bin ich wahrscheinlich auf dem Server noch nicht raus oder so? Bei mir bist du komplett raus. Ich kann nichts mehr machen. Code. Gehen durcheinander. Hamm. Was findet man bei dem Punkt?
Gar nicht wahr, Vulpes. Tag. Gar nicht wahr. Heute Abend würden wir tatsächlich nochmal spielen. Aber dann bin ich ja auch erstmal in Richtung Famelü. Von daher, ach, geht. Ich meine, hier steht, dass du das Spiel neu starten sollst. Ah ja. Aber tatsächlich würde ich in Anbetracht von 5 Uhr dann tatsächlich, da ich durch die 4 Stunden Schlaf tatsächlich ein bisschen matschelig bin, einfach mal versuchen, mich jetzt frisch zu machen und mich tatsächlich mal hinzulegen. Ich glaube, das könnte dem Rhythmus einen riesigen Schubser in die richtige Richtung geben. Weil wenn ich über meinen toten Punkt irgendwie hinwegkomme in der nächsten Stunde oder so, dann ist halt erstmal wieder so, dass ich Energie habe, bis es lange hell ist. Hey, Wolfers. Also das war jetzt zwar nicht so ein smoother Absturz wie gestern, aber es ginge schlimmer. Es war jetzt relativ am Anfang von einem Dungeon. Ne? Es war ja relativ am Anfang von einem Dungeon. Und ich werde mich heute nochmal damit auseinandersetzen, wie ich meine Fritzbox dazu bereitschlage, bitte nicht die IP zu resetten, weil das halt auch überhaupt keinen Sinn macht. Die kann er auch mir ruhig lassen. Ja. Ja, und wenn du Bock hast, dann können wir heute Abend so Primetime nochmal ansteuern. Oh. Ne? Ja, und dann... Regelrecht Glück gehabt, so früh wach geworden zu sein, scheinbar. Ja. Also ich meine, gestern haben wir bis morgens um 7:30 gemacht oder 7:30. Ich glaube 7:30. Und dann war Absturz, aber ein sehr passender Absturz, genau in der nächsten Stadt quasi. Und dann haben wir noch gequatscht bis 9:00. Ich bin dann auch tatsächlich noch auf die Furality gehopst den Morgen. Aber wie gesagt, ich glaube, ab 9:30 haben die schon keine Musik mehr gespielt. Ich war dann echt noch bis 11:30, 11:45 in Furality-Welten unterwegs. Aber das war halt nur noch alles ruhig. Und die Leute da, die halt irgendwie nicht wollten, dass es endet und so. Mittlerweile, also ich glaube, die haben dann bis nachmittags so gegen 3 Uhr rum, haben sie dann auch wirklich alles runtergenommen. Jetzt haben sie ja die Dealers-Den-Welt, die haben sie wieder freigeschaltet. Also beziehungsweise die bleibt jetzt tatsächlich sogar öffentlich einsehbar für alle bis Sonntag. Dann werden die wahrscheinlich da sich noch teilweise rumtreiben. Ja, ist halt immer alles nur einmal im Jahr und gibt keine große Konkurrenz zur Furality, ne? Ist irgendwie eh immer so ein VR-Ding. Hast nirgendwo Konkurrenz. VR-Chat hat keine wirkliche, ehrliche Konkurrenz. Ne? Neos ist halt viel kleiner und auch ein bisschen anders vom Schwerpunkt. Ja. Die Furality ist halt auch Monopol als Online-Messe in VR. Und genauso, keine Ahnung. Ja, wenigstens bei der Hardware nicht. Da kannst du ja tatsächlich auswählen. Bei vernünftigen AAA-Spielen ist ja auch fast schon Alyx auch ein Monopol. Ja, es gibt noch Saints and Sinners und so, aber so ein richtiges Story-AAA-Titel-Ding, da hast du Alyx und das war's. Also was VR angeht, softwareseitig, hast du immer die Auswahl zwischen einer Sache. So richtig. Da trauen sich die Leute irgendwie nicht ran. Verrückt eigentlich. Wenn gleichermaßen allerdings irgendwie sich bei Hardware irgendwie doch einiges getraut wird. Ein paar Sachen scheitern auch, aber verrückt. Folgt uns auf Instagram, ja. Ja, nee, aber dann könnten wir ja, weiß ich nicht, können wir morgen da diese ewige Weite irgendwie zu Ende erkunden und dann mal irgendwie Papa Inarius treffen.
Mal gucken, wie der jetzt dann so ist. Ich habe... Für den Einstieg die beide noch zu Ende anschauen, erkunden. Ja, ja, dann genau. Dann halt weiter mit der Quest. Genau, das hätte ich jetzt so vorgeschlagen auch. Ja, ich bin echt mal gespannt. Also, wie gesagt, in meiner Erinnerung ist es ein arrogantes Stück. Ne? Meine Erinnerung im Sinne von den Büchern. Da bin ich mal gespannt, wie sie ihn jetzt auch darstellen. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass zwar viele Lilith hinterher, also, ich, also wenn Inarius Lilith so ein Entscheidungsding ist, habe ich das Gefühl, dass sehr viele Leute irgendwie sich eher auf Liliths Seite schlagen würden. Einfach weil Viva la Revolution und ist halt eine hübsch aussehende Dämonin. Das reicht ja im Endeffekt schon. Die Leute sind ja überall schon wieder am Simpen. Ne? Ist ja, und Inarius kannst du nicht wirklich erkennen. Der hat halt seine schwarze Kutte. Also er hat an sich alle wie alle Engel. Er hat da kein Gesicht direkt. Der ist so ein Aspekt. Man sieht ihn ja jetzt gerade im Hintergrund. Das ist halt, ja, stell dir jemanden hin. Böse ist völlig egal. Das erinnert mich an die Fälle, wo irgendwo, boah, in Asien war das, glaube ich, da hat, glaube ich, irgendjemand Gewalt in einer Beziehung irgendwie gemacht oder hat sogar eine vergewaltigt oder so. Es ging auf jeden Fall in die Richtung sexuelle Übergrifflichkeit und der hatte aber auch einen riesen TikTok-Channel oder so und als er irgendwie verklagt wurde, gefängnismäßig, da haben die ganzen Fans alle auf die Barrikaden gesprungen, aber der ist doch viel zu cute fürs Gefängnis, das geht doch gar nicht, darf er doch gar nicht. Das ist so, ich denke, ja, haben die jetzt gar nicht hingehört, haben die gar nicht gelesen, worum es da ging? Also was er da nun getan hat, wofür er denn so auch verurteilt ist, aber die Leute meinten, das kann er gar nicht getan haben, der ist ja hübsch, das geht ja gar nicht. Ja? Person, die gut aussieht, die kann ja gar nicht böse sein. Ich glaube, mit einer ähnlichen Sichtweise gehen jetzt viele an dieses, an, bei Diablo 4 ran und sagen, ach so, ja, Lilith ist ja hübsch. Ja, das ist gut, dass die da mal ein paar Leute hier und links und rechts sterben. Okay, aber das ist ja hübsch. Da muss ich für sein. Ne? Das ist so, sehr, sehr, sehr menschlich. Ich befürchte, dass das am Ende so richtig keine Seite von den beiden wirklich angenehm ist. Ne, weil Lilith ist zwar erstmal verlockend, was sie so erzählt, macht alle, was er wollt und genießt halt und macht und tut, aber unter ihrer Frucht übertreiben die Leute mal alle so und geraten in so einen richtigen Wahnzustand und so einen Rausch. Das ist schon, weiß ich nicht, das will man irgendwie auch nicht. Da denkt man sich also, so wie die Leute hinterher irgendwie ticken, wenn sie mit denen fertig ist, es wirkt eher, als wäre irgendwie ihr Vater eigentlich hier Asmodan, weißt du, der Herr der Sünde. Also einfach alles total übertreiben, viel zu viel, alles überreizen. Und er hier, der Inarius, will's da auch nicht dir alles aufzwingen lassen und peinige dich selbst und nur noch Demut und bist selbst gar nichts und immer schön auf Papa hören, sonst gibt's auf die Fresse. Das ist halt auch scheiße. Also ich denke, am Ende sind beide scheiße. Irgendwie. So richtig kennengelernt haben wir beide ja nur noch nicht. Man ist ihnen nur auf den Spuren bisher. Aber ich befürchte, die sind einfach beide scheiße. Ja, wer gewinnt? Also ich weiß weder, wer gewinnt, noch, also ich weiß nicht, also ob... Wird einer sterben, werden beide sterben? Ich habe keine Ahnung. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mich überhaupt nicht spoilern lassen. Von nix. Ich meine, gut, bis zur Veröffentlichung war das ja auch alles geheim. Das war ja in den Betas nie Thema. Das ging ja jetzt erst, ne? Also da war ja nur das Anfangsgebiet offen. Und ich gucke jetzt auch keinen Stream und lese nichts groß zu Diablo, was nicht selber von Blizzard kommt. Weil, ja. Also mich bringen Spoiler an sich erstmal nicht um. Aber ich lasse mich schon lieber überraschen. Ja, also deswegen vermeide ich, Dinge herauszufinden. Ja. Aber wie gesagt, ich befürchte, das ist so ein Ermächtigungsding im Sinne von am Ende machen wir einfach unseren eigenen Weg und scheißen auf beide oder so. Das ist jetzt so meine Vermutung. Aber wenn die Prophezeiungen ja irgendwie immer eintreten, die so prophezeit werden in der Welt von Diablo, wird es ja doch noch spannend, wenn prophezeit wird, dass irgendwie die Herren der Hölle auch wieder auftreten, ne? Dass die ja die
Erde irgendwie platt machen wollen. Ist ja in der Prophezeiung mit drin, dass sie wiederkommen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie die tatsächlich wieder herholen. Nach 50 Jahren? Ich meine, zwischen Diablo 2 und 3 lagen 20 Jahre. Zwischen 3 und 4 jetzt 50. Schon einiges an Zeit. Ich bin gespannt. Ja, bin gespannt, ob Diablo wiederkommt. Er wurde ja befreit mit Reaper of Souls. Ja, seine Maltael hat in dem Moment des Endbosskampfes im Endeffekt Diablos Seele aus dem Seelenstein rausgeholt und sie genutzt, um seine Angriffe zu verstärken. Mit dieser Chaos-, Flammen-, Blitz-, Fummel-Kram, Diablo-Magie halt. Und dann wurde Maltael besiegt. Es ist nichts offiziell, aber rein technisch gesehen gibt es zwei Möglichkeiten. Die anderen sechs Übel sind in dem Moment vernichtet worden, weil die halt an den Seelenstein gebunden waren, der vernichtet wurde und es hat nur Diablo überlebt. Das ist eine Möglichkeit, die aber irgendwie ein bisschen, das wäre schwierig, so eine endgültige Entscheidung für die Serie, wenn man sie weiterführen möchte. Oder alle sind wieder frei, weil ja Baltael, ne, und das Gefäß kaputt. Dass man vielleicht den Seelenstein hätte verwahren können, aber die Seelen nicht zerstören. Weil im Endeffekt ist ja diese ewige Geschichte, dass die Dämonenfürsten nicht wirklich sterben können. Die kommen wieder. Aber du kannst sie halt gefangen halten. Und wenn man es geschafft hätte, sie in dem Seelenstein drin gehalten zu haben und durch so ein Ola Maltael angekommen wäre, dann hätte das ja vielleicht so irgendwie funktioniert. Gut, früher oder später finden die immer wieder irgendwie einen Doofen, den sie manipulieren in der Nähe des Steins. Aber ne, das ist ja immer schon gewesen. Aber ja, man weiß es nicht. Möglichkeiten. Ne? Vielleicht sind alle wieder frei, vielleicht ist nur Diablo wieder frei. Vielleicht geht es auch jetzt erstmal im Grundspiel nur um Lilith und Inarius. Und diesen Zwist, der so an den Sündenkrieg angelehnt ist, der vor 20 Jahren mal in Büchern Thema war. Vielleicht. Ich meine, es muss noch mehr irgendwie dazu kommen. Also nicht nur die beiden, sondern irgendetwas Übergeordnetes vielleicht. Tatamet. Wenn alle sieben Übel mit der Hölle vereint sind, entsteht die Urschlange Tatamet, ne? Diese siebenköpfige. War noch nie ein Thema. In einem Diablo-Spiel. Ist in der Lore aber so drin. Alle sieben Übel sind die sieben Köpfe einer Schlange des Urbösen. Aber wenn man das bekämpft, naja, also dann ist ja wirklich bald, da ist ja keine Steigerung mehr da. Das ist halt das Urviech. Ich glaube, ich halte es für eine Möglichkeit in einer Erweiterung, aber ich halte es für das Grundspiel nicht möglich und auch nicht für eine erste Erweiterung. Also, da das jetzt alles so ein bisschen MMO-iger aufgebaut ist mit Diablo, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die Firmenpolitik von Blizzard in die Richtung gehen wird, das so ein bisschen wie World of Warcraft zu halten. Dass jetzt so alle ein bis zwei Jahre ein Paket dazu kommt mit einem Gebiet von Sanctuario dran und dann noch wieder ein bisschen Geschichte dazu, die man da irgendwie durchspielt. Ne? Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, ja, dass man das peu à peu macht. Und was man dann für Gegner hat, es gibt schon ein paar Möglichkeiten. Bisher auch nicht endlos viele, aber es ist Fantasy. Das heißt, zur Not kann der Loremeister einfach was entscheiden. Ne? Zur Not erfindet man etwas, das ist zwar eigentlich nicht geschickt, weil man in der Regel Dinge erstmal antießt, bevor sie auftreten. Aber das kann passieren. Aber ja, auf jeden Fall macht das Spiel Bock. Ja. Genau. Noch eine Stunde hinlegen, bevor es nachher zur Uni geht. Bis dann. Dann schlaf schön, du Stück. Wie gesagt, ich werde mit Andrea gerne heute nochmal so gegen Primetime weiterzocken und dann bin ich mal gespannt,
ob Inarius nett zu uns ist. Ansonsten, also die beiden Hauptfragen, die mich tatsächlich umtreiben im Moment, sind vor allen Dingen jeweils, wie sind die befreit worden? Gut, ich meine, bei Lilith haben wir es ja im Endeffekt gesehen, ne? Wie sie befreit wurde im Trailer, in der Einführungssequenz. Aber das war ja nur eine halbe Erklärung. Warum sind die dahin? Was ist das für ein Gelehrter, der ja offensichtlich von diesem Elias angestachelt wurde dazu? Und das kann ja nicht Zufall gewesen sein. Und wer ist dieser Elias? Ja, das sind so die Dinge, wo ich sage, ja, die Exposition der Geschichte zieht sich ganz schön hin. Also, das Klarmachen, worum es geht. Aber es ist ja auch ein Horror-Fantasy-Ding und ich glaube, etwas nicht zu wissen, ist auch immer ein Teil von, erstmal macht Spannung aus und dann ist etwas nicht zu wissen ja auch immer irgendwie ein Stilmittel von Horror. Ne? Ja, Scholli. Nicht so richtig. Weder von der Lore her noch vom Gameplay her. Das ist wieder ein vernünftiger Diablo-Titel. Und ja, die Lore war okay in Immortal. Sie war halt nur dazu verdammt, nicht zu episch sein zu dürfen, weil sie zwischen schon existierenden Teilen spielt. Und die Geschichte drumherum ist also quasi schon geschrieben. Und ja. Naja. Ist ja die böse Seite von Gott, wo das Universum erschaffen hat. Ja, Anu, das ist wohl richtig. Ja, mal gucken. Das ist überraschend. Aber ich gehe echt davon aus, dass die in späteren Teilen, also in späteren Zeiten da erweiterungstechnisch Gebiete dran heften. An die Open World. Gehe ich von aus. Aber eher so in Abständen von ein, zwei Jahren. Uah. Kommt natürlich auch auf die Verkaufszahlen an, aber ich gehe davon aus, dass sie ganz vernünftig sind. Wenn über 1 Million Leute auf Twitch das streamen, ich glaube dann, auf Stream zuschauen, dann, und das damit Rekorde schon bricht, dann wird das vernünftig sein, dass sich das hält. Ne? Das Spiel war auch ordentlich pricey in der Anschaffung. 70 bis 100 Euro plus 120, wenn man die Collectors wollte. Dann noch der Ingame-Shop, der hier und da noch ein bisschen Penunzen reinbringt. Ich glaube, die verdienen da genug dran. Naja. Jetzt 5:30. Andrea, möchtest du noch was loswerden? Na, hast ja eigentlich schon alles gesagt. Und halt mal schauen, was halt nach Inarius und Lilith kommt, weil damit werden sie halt nicht das komplette Spiel füllen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine. Daher meine ich halt, dass entweder etwas Übergeordnetes oder etwas dahinter, weil meistens ist ja etwas so, dass das hinter dem eigentlich offensichtliche immer ein Drahtzieher hintersteht. Ja, das stimmt schon. Ich meine, guck mal, bei Diablo 3, als wir das Spiel durch hatten, kam auf einmal die Sache mit dem obersten Übel, ne, auf. Zum Beispiel. Und selbst irgendwie, als man Diablo in Diablo 2 besiegt hatte, haben sie hinterher nochmal gesagt, aber er hat auch noch einen Bruder, ne, der von der reinen Streitmacht her sogar stärker aufgestellt ist. Auch lore-technisch tatsächlich. Er ist ja der Herr der Zerstörung und er genießt die Zerstörung. In der Hölle hat er ein echt großes Reich, weil er den ganzen Tag damit beschäftigt ist, Kriege zu führen, um die Zerstörung zu beobachten. Deswegen braucht er auch immer ein großes Reich. Das immer wieder an den Einstellen zerfällt und wieder aufgebaut wird, nur um wieder zu zerfallen. Ja, alleine schon, wenn man jetzt überlegt, okay, wir haben 5 Gebiete in der Open World, kann das ja aber trotzdem wieder aus 4 Akten bestehen. Ne, das kann ja so überall ineinander greifen irgendwie.
Es können natürlich auch 5 Akte sein, wegen 5 Gebieten, aber das, ja, also man kann ja die Gebiete quasi Open-World-mäßig bereisen, getrennt von der Hauptstory, ne? Die Hauptstory, die wird ja über die Gebiete verteilt, in denen man sich halt ermächtigt mit den ganzen Nebenquests und Sammelkram und Gedöns. Und die Hauptstory ist wild drüber verteilt. Ich gehe jetzt mal erstmal wieder von 4 Akten aus, ne? So, 3 längeren und 1 kurzen, wie man das so gewohnt ist bisher. Naja, wenn man dann davon ausgeht, dass 4 Akte dann auch 4 Bosse brauchen, die ein bisschen was hermachen. Selbst wenn Lilith und Inarius beide richtig mega Ärsche sind und beide im Laufe platt gemacht, also das 2 von 4, ne, hätten. Allerdings war, sag ich mal, der Boss von Akt 1 in Diablo 3 auch einfach nur der Butcher in Fett, der schlechter Dämon. Ne? Ein Riesenbrocken. Aber trotzdem, wenn man möchte, kann man, ne, also alles kann und nichts muss, möchte ich damit sagen. Man weiß es nicht. Technisch gesehen muss da noch irgendwas passieren. Sie sparen ja an sich nicht mit sowas. Ich hoffe auch, dass die Endbosse von den Akten, dass die Kämpfe ein bisschen spektakulärer werden. Mhm. Das fand ich halt schon bei Diablo 3 halt gut, als es halt rausgekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Die waren echt fett. Ja, für Diablo-Maßstäbe war das wirklich gute Bossfight mit Belial und Asmodan. Ja. Diablo war auch guter Bossfight, auch wenn das Kämpfen gegen den ein bisschen monoton war, aber es war halt viel inszeniert in dem Bossfight. Und das hoffe ich halt, dass es da auch irgendwie kommt beim 4. Teil. Mhm. Ja, gehe ich auch von aus. Ich gehe auch davon aus, dass es noch zum Beispiel richtige Render-Cinematics gibt. Gehe ich mal von aus, also weil du hast ja so, sag ich mal, immer mal wieder so Ingame-Kamerafahrten, ne, wenn irgendwas passiert, für Kleinigkeiten. Für so mittelwichtige Dinge wie die Sache in der Kapelle nutzt man zwar Ingame-Grafik und so, aber ist alles halt trotzdem vorgebaut, sag ich mal, im Spiel, ne? Und sowas wie die Intro-Sequenz, ich glaube, das ist dann wieder etwas, das erwartet einen eher zwischen den Akten dann wieder. Man hat ja auch in dem Story-Trailer, der in einem nochmal zusammengefasst hat, worum es geht, kurze Ausschnitte gesehen von quasi Kämpfen, ganz kurz nur, die eindeutig Render-Cinematics waren. Und zwar, was man bisher noch nicht gesehen hat. Und nur für einen, ich mach mal eben einen Story-Trailer kurz bevor das Spiel jetzt losgeht, bauen die nicht so ein paar kleine Ausschnitte einfach random. Das denke ich nicht. Das wird rausgeschnitten sein aus Dingen, die noch kommen werden. Ja, soweit meine Vermutung. Aber ja, ich glaube, ich würde auch jetzt mal langsam ins Bett gehen, weil ich fürchte, sonst fange ich wieder an, neue Themen zu suchen. Und dann sabbel ich mich wieder wach. Ich würde tatsächlich jetzt versuchen, ins Bett zu gehen einfach und nichts mehr groß anzufangen hier. Dann wache ich nämlich mittags auf und dann habe ich bis abends noch den ganzen Nachmittag, wo ich dir Dinge wursteln kann. Ne? Ja. Dann würde ich mich schon mal hier verabschieden. Hat halt wieder Spaß gemacht. Bin dann hier raus. Ciao, gut, gut. Dann ciao und schlaf schön, du Stück du. Und wer ist noch im Chat wach? Also rein technisch gesehen steht da noch, dass 10 Leute wach sind. Das kann ich gar nicht glauben. 10 Leute? Oder eingeschlafen nebenbei. Also, wie gesagt, wer Bock hat, heute Abend so ab Primetime in dem Dreh oder so, werden wir wohl einfach weiter zocken. Danach wäre es dann wahrscheinlich der Sonntag. Zu 95% Sonntag, allerspätestens Montag. Weil ich nämlich noch nicht genau weiß, wie das mit dem Familientreffen gedöns und alles abläuft. Und das könnte alles ein bisschen spät werden am Sonntag. Da bin ich nicht zu 100%ig mir sicher. Wochenende mal ziemlich wurschtelig wird für mich. Deswegen.
Also heute Abend 100%. Sonntag. Weil möchte ich auf jeden Fall anpeilen. Allerspätestens dann Montag wieder. Mhm. Boah, aber sowas wie diese Woche mache ich auch nicht in der Regel. Also wir haben ja nur Freitag gestreamt, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, wir werden Mittwoch streamen. Also so jeden Tag merke ich dann schon, dass dann links und rechts sehr viel liegen bleibt. Aber ich habe die Woche halt auch Urlaub. Da geht das. Ne? Aber ja, und das war auch gut, finde ich, dass ich mir Urlaub genommen habe, dass ich so richtig den Kopf nur dafür hatte. Wochenende dann die große Online-Messe, ohne da irgendwie über Rhythmus oder sonst was mir Gedanken zu machen. Jetzt der Diablo-Release, ohne mir Gedanken zu machen. Und am Wochenende Familie, ohne mir Gedanken zu machen. Das ist schon gut. Danach kann der Sommer relativ normal sein. So im Sinne von, an Wochenenden was unternehmen und in der Woche einfach, ich kann mir auch angewöhnen, öfter mal zu streamen, aber ich darf dann halt nicht 8 Stunden. Das funktioniert nicht. So, ihr seid jetzt ja eh müde und geht ins Bett und morgens um 5:30 kann ich aus meiner Liste auch keinen mehr, da ist keiner mehr aktiv. Den ich sinnvollerweise reden könnte. Naja, meine Lieben. Dann sehe ich mal zu, dass ich bis 6 im Bett liege. Und ihr solltet dann ja auch irgendwie mal schlafen. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Doch, für heute ist wirklich Schluss. So, gut's Nächtle und bis vielleicht ja direkt heute Abend. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall, aber ich weiß ja nicht, wer Zeit hat, Bock hat. Also, tödele, ich verpiesel mich ins Bett. Ich habe letzte Nacht ja nur letzten Abend 4 Stunden geschlafen.